Guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Schön, dass ihr im Literaturcafé seid. Mehr oder weniger. Ich verstoße jetzt gegen eines meiner Prinzipien. Ich sage, bitte teilen, liken und abonnieren nicht vergessen. Ganz, ganz wichtiges Thema heute. Es geht um Bücher. Ja, hier steht zum Beispiel Araber. Seit 1400 Jahren werden in Arabien Pferde gezüchtet, die sich durch große Ausdauer und Klugheit auszeichnen. Diese edlen Tiere können monatelang täglich mindestens 50 Kilometer laufen. Jetzt wäre die Frage, die ich erstmal stellen würde, wann sucht man nach so einer Information? Oder wo sucht man nach so einer Information? Heutzutage ist es eher üblich, dass wir diese Information eher aus Google herauswischen, das sind die Daten aktueller und frischer und vielleicht steht da ein Operator dahinter und guckt, dass sie auch so bleiben. Also frisch und angepasst. Ne? Problem an der ganzen Geschichte mit der Digitalisierung ist leider Bücher wie dies, Bücher, wie sie alle hier rumliegen, sind unser Gedächtnis. Und zwar ist es nicht so, dass hier ein Buch Antwort auf alle Fragen liefert. Vielmehr ist es das gesammelte Wissen aus allen Büchern, das ein Gedächtnis formt. Ja? Und es ist einfach schade, wenn wir weniger zu diesem Medium greifen, zu dieser nicht elektronischen Datenbank, wenn ich mal so sagen darf, als wie wenn wir im Internet herumsurfen und immer nur diese einzelnen Wissensfragmente aufnehmen. Ja, es ist diese Big Data, da ist einfach viel gespeichert, man kann alles herausfinden, alles heraussuchen. Aber wo gucken wir nach, wenn wir denn jetzt keine Internetverbindung haben oder wenn uns mal der Akku leer geht? Was heißt hier uns, unserem Smartphone oder unserem Laptop oder sonst irgendetwas? Ja, dann sind wir auf Bücher angewiesen und wir sollten uns mehr mit Büchern auseinandersetzen. Viel mehr, als es uns vielleicht vergönnt ist. Weil erstmal, nicht jeder Mensch kann lesen. Nicht jeder Mensch versteht, was er liest. Und nicht jeder Mensch hat Zugriff darauf. Also ein Buch ist definitiv keine Selbstverständlichkeit. Ja? Und in diesem ganz, ganz bestimmten Kontext möchte ich weitermachen. Ich habe eine Menge Bücher hier neben mir liegen und jedes einzelne ist auf seine eigene Art und Weise besonders. Erstmal, hier steckt viel Lebenszeit drin. Ja? Die Autoren, die Zeit investiert haben, um eben diese Bücher zu schreiben. Der ich Zeit investiert habe, um eben diese Bücher lesen zu dürfen und natürlich die Zeit der Herstellung und der Verbreitung. Aber was es hier so Komisches oder Vielfältiges gibt, ich habe hier ein Buch von Adam Thorpe, das heißt Ulverton oder Alverton, keine Ahnung. Es ist ein fiktives Dörflein, in dem richtig seltsam gesprochen wird. Also wer von euch ein Rechtschreibdiktator ist, der sollte das Buch am besten nicht lesen. Ich habe hier einen Alexandre Dumas mit Die drei Musketiere, eines der Klassiker, die man auf jeden Fall gelesen haben sollte. Ich habe hier aber noch ein Buch, den finde ich gerade nicht, und zwar von George Orwell, 1984. Ich glaube, der Protagonist heißt Winston Smith, ja, sowas.
Und Winston Smith arbeitet in dem Buch 1984 in einer Behörde, die praktisch die Vergangenheit ändert. Ja, sie nimmt alte Zeitungsartikel oder Magazine und er ändert dort quasi den Verlauf der Geschichte für jeden, der sich nicht mehr gut genug daran erinnern kann. Jetzt ist das zwar mit Büchern auch möglich. Es kann jetzt sein, dass wir irgendwann in 50 Jahren, wenn wir in einer Welt landen, wo zum Beispiel schwarze Menschen keinen Erfolg haben sollten, ja, dann heißt der Autor dann nicht mehr Alexandre Dumas. Und durch die Digitalisierung würde das alles mit nur einem Knopfdruck gehen. Also ja, es ist der Fortschritt, mit dem Fortschritt zusammenzuarbeiten, ist auf jeden Fall positiv, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, allein auch aus umweltschutztechnischen Gründen ist es irgendwann auf jeden Fall besser, wenn wir eine andere Möglichkeit finden würden, Papier zu gewinnen, aber es sollte niemals der Fall sein, dass wir keine Bücher mehr auf dieser Welt haben. Ja, Wissen, also wenn wir sagen, okay, hier geht's aber nicht nur um Wissen. Hier kommt dieser eine Spruch, der Weg ist das Ziel, ja, das wir von Konstantinos Kavafis unter anderem haben und von Konfuzius. Hier kommt der richtig gut zur Geltung. Denn während ich mein Wissen in diesem Buch suche, erlange ich so viel mehr. Kleinigkeiten, Fitzelchen, Fetzen von Informationen, die ich auch irgendwie in mich aufnehme und die ich in der Lage bin wiederzugeben, sobald diese Information gebraucht wird. Ich finde es schade, dass weniger gelesen wird. Okay, ich finde auch schade, dass mehr gesprochen wird und weniger gesagt wird. Aber das ist etwas, wo wir auf jeden Fall unser Augenmerk ein bisschen darauf richten sollten. Es ist wichtig, dass wir Bücher lesen. Nicht nur aus dem hier, ja, uns ist langweilig, ich schlage ein Buch auf oder ich habe jetzt Urlaub, ich hab jetzt Zeit. Bücher lesen ist, naja, eine tragende Säule einer Zivilisation. Und die Information einfach mal aus Google herauszusuchen, ja, ist schön und gut, aber da geht in uns so ein bisschen der Forscher auch verloren. Ich habe da eine kleine Anekdote aus. Naja, vor etwa 21 Jahren, also da war ich 17 oder 16, so um den Dreh rum. Ich war in Freudenstadt in der Stadtbibliothek und ich habe das immer gerne gemacht, weil das ist ein Ort, da wird man nicht gestört, da kann man in Ruhe lesen und es gibt so viel Auswahl. Für mich als Büchernah ein Paradies. Ich habe einen Vater und einen Sohn beobachtet und die gingen dann erstmal zum Schalter. Da war eine Bibliothekarin. Sie haben leise geredet und dort haben sie nach einem bestimmten Buch gesucht, welches. Also den Titel kenne ich nicht. Jedenfalls gingen sie zu den Regalen und irgendwie beide total aufgeregt und haben entsprechendes Buch gefunden, kamen dann auch zu mir an den Tisch und haben dann auch vor sich hingetuschelt, während sie die Blätter schnell die Seiten schnell gewechselt haben. Aber dann hat der Vater angefangen, leise zu flüstern. Hat er gesagt, schau mal, so sieht eine Honigbiene vergrößert aus. Das ist ihr Innenleben und so weiter und so weiter. Und ja, die Augen des Kleinen, die wurden immer größer.
Ja, guck mal, das ist eine Bienenwabe, so wird Honig hergestellt. Ah, das ist die Königin. Und so können sich Bienen schützen und so weiter und so weiter. Wisst ihr, wenn euer Kind euch etwas fragt und ihr geht an euer Handy und sagt, ich kenne die Antwort nicht, aber ich kann mal googeln, dann wird das Kind vielleicht irgendwann sagen, ja, du, Google ist schlauer als mein Vater, machen wir doch Google zu meinem Vater. Ja, das ist blödes Beispiel, tut mir leid, aber dieses andere Kind, das mit seinem Vater in der Bibliothek etwas gesucht hat, beziehungsweise auch gelernt hat, wie man seine Antworten kriegt, der kann zum Beispiel so etwas sagen. Mein Vater versteht, was in diesem Buch steht. Er kann es mir erklären. Mein Vater ist ein Entdecker. Mein Vater ist ein Abenteurer. Mein Vater ist ein Sucher. Und dieses Gefühl, dass man da gemeinsam etwas getan hat, dieses Bestätigende, dass man Zeit zum Beispiel mit seinem Kind, dass man Zeit mit seinem Kind verbracht hat, kostbare Augenblicke an Erinnerungen, die niemals verloren gehen. Und dabei ist es absolut egal, wonach ihr geschaut habt, ob es die Honigbiene ist oder woher nun mal die Kinder kommen. Aber sowas wie das möchte ich nicht vergessen. Das ist eine Erinnerung, die hat sich bei mir eingebrannt. Es ist toll. Ein Vater, ein Sohn und beide sind sie auf der Suche. Ja, das ist doch auf jeden Fall etwas, was verbindet. Wohingegen die andere Sache kurz und schmerzlos ist, jedoch, ich glaube nicht, dass da irgendetwas hängen bleibt. Ich für meinen Teil, ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen öfter Bücher in die Hand nehmen, darin stöbern, darin lesen. Denn darin sind nicht nur irgendwelche Geschichten oder Informationen. Darin steht zum Beispiel auch viel über den Autor, über die Zeit, in der er gelebt hat, über die Art und Weise, wie Menschen zu der Zeit gedacht haben. Und wenn man es dann mit seiner eigenen Zeit vergleicht, dann kann man eine Entwicklung feststellen oder einen Rückgang vielleicht. Also, wer ein Buch in die Hand nimmt, der kriegt definitiv mehr als ein paar Seiten und Buchstaben oder Hieroglyphen, je nachdem, oder Zahlen. Wer ein Buch in die Hand nimmt, der tut was für sich. Das kann ich sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Und entschuldigt mein Geplapperer, aber das Thema ist wirklich wichtig. Also wie ihr seht, für mich ist das hier so ein bisschen Schlaraffenland. Es fehlt der Schokoladenbrunnen, aber ich glaube, irgendwo hier werde ich herausfinden, wie man an den gelangt. Vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Abonnieren nicht vergessen. Teilen auch nicht. Und einen Daumen hoch. Ja?